und nicht das letzte. Leider kein Tee, Kaffee-Junkie. Oh, also nicht Lokomotivführer. Ich glaube, ich hatte da gar nicht so konkrete Vorstellungen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also mein Vater war Lehrer, Lehrer wollte ich auch nicht werden. Also ich habe gedacht, lass mal kommen und dann habe ich auch wirklich einen soliden Beruf Elektromaschinenbauer erlernt. Naja, da gibt es in Templin wunderschöne Sachen. Zedenik ist eine historische, erwachsene Stadt. Also da kommt drauf an, wie viel Zeit sie mitbringt. Ja, dann werdet ihr schon ein paar schöne Sachen zeigen. Oh, auf jeden Fall Tatort, also bei dieser Alternative hier. Das ist eine Sache, wo wir uns alle identifizieren können. Ein Brandenburg, das heißt, dass man so ein bisschen mit, auch, kann man nicht sagen, mit vereinter Kraft, aber dass man zusammen, so ein bisschen soll Zusammenhalt suggerieren. Und bei mir kommt es so an, und ich denke bei vielen Menschen auch, dass es wirklich sinnvoll ist, diese Aussage.